Weiter geht's mit den Super Pro ET Autos und auch hier hat es ein Engländer bis ins Finale geschafft und das wird jetzt eine ganz harte Nummer für den Schweizer Alex Halter. Der Mann vom Lex Power Team, der hatte am letzten Wochenende beim Dragster Test und Tune anlässlich der Public Race Days den Lauf des Samstags, als er mit einem riesen Wheelie vom Start losfuhr, im Wheelie auf den Hinterrädern dann einen Tire Shake bekam, den Roadrunner relativ sanft abgesetzt hat und zu einer super persönlichen Bestzeit fuhr. Mit einer 7,6 ist Alex im Ziel angekommen. Das war eine halbe Sekunde schneller als alles, was er vorher gefahren hat. Eine 7er Zeit hat sich der Schweizer auch jetzt als Dial-In gewählt. Eine 7,92 gegen die 8,78 des Briten im roten Pontiac Firebird. gegen 8,7, das heißt etwa 8 Zehntelsekunden Vorsprung für den Engländer, der, wie er es gewohnt ist, auf der linken Seite der Straße fährt, auf der Drag Specialties Bahn. Kann Alex Halter die britische Siegesserie im Finale der Night Olympics 2017 durchbrechen? Er bekommt die Sicherung des Bremsschirms gezeigt. Nach dem Burnout wird dieser Sicherungsstift aus dem Bremsschirmpaket herausgezogen. Jetzt wissen die Fahrer, wenn sie vorne am Cockpit am Hebel ziehen, geht hinten der Schirm auf. 10 Liter Lachgas gegen 8,8 Liter Saugmotor. Schweiz gegen England. Alex Halter gegen Brian Pateman. Und Brian Pateman gewinnt, denn Alex Halter hat sein Heil in der Flucht gesucht, hat Nerven gezeigt und hat 120.000stel oder 1200stel Sekunden Rotlicht gefahren. Und da hat Brian Pateman Glück gehabt, denn der fährt einen 400stel Breakout. Aber first is worst. Mit einem Breakout zum Sieg Brian Pateman. Drei Klassen, drei britische Sieger. Wo soll das alles enden? Spätestens jetzt bei den Supercomp.